Du bist was? Du bist überfallen worden? Naja, nicht so richtig. Der Typ hat mir den Rucksack geklaut und ist abgehauen. Boah, jetzt verstehe ich, warum du uns am Sonntagmorgen zu einer Club-Sondersitzung ins Hauptquartier gebeten hast. Warte, Franzi. Ich muss mein Detektivnotizbuch auspacken. Wir haben ja vielleicht einen neuen Fall. Und zwar einen, der eine von uns betrifft. Unglaublich. So, ich bin bereit. Schieß los, Franzi. Wann ist das passiert? Gestern Abend, als ich von euch nach Hause gefahren bin. Das war kurz nach 7, oder? Ja, es war ja schon dunkel. Also, ich fahre so in Gedanken vor mich hin und plötzlich überholt mich ein Radfahrer. Den habe ich vorher nicht gehört. Er grapscht sich meinen Rucksack aus dem Korb und haut mit einem Affenzahn ab. Bist du nicht gleich hinterher? Nein, ich habe so einen Schreck gekriegt, dass ich erstmal gebremst habe. Und ja, da war nasses Laub auf dem Radweg, da bin ich ins Rutschen gekommen. Bist du gestürzt? Nee, zum Glück nicht. Und dann? Dann habe ich erstmal überlegt, was ich machen soll. Ein vorbeifahrendes Auto anhalten, mit dem Handy Hilfe rufen. Und? Ich habe gedacht, so schnell gebe ich nicht auf, du dreister Dieb. Wenn du das gedacht hast, dann hast du dich geschnitten, Freundchen. Nicht mit Franziska Winkler. Dich kriege ich noch. Aber, naja, da war ja schon ganz weit weg. Doch dann, gerade als ich aufgeben wollte, brummte ein Motorrad an mir vorbei. Das hat den Dieb überholt, ist nach rechts ausgeschert und hat sich auf dem Radweg vor dem Dieb quergestellt. Der ist sofort umgedreht und direkt auf mich zugesaust. Boah, der fuhr so dicht an mir vorbei, dass ich den Lufthauch gespürt habe und ihn sagen hörte, verdammter Verrückter. Und der Motorradfahrer? Ja, der stand noch auf dem Radweg und hat hinter dem Dieb hergesehen. Oder vielleicht hat er auch zu mir hingesehen, das kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hatte er einen schwarzen Helm auf mit so einem verspiegelten Visier. Ja, und dann? Na, ich wollte natürlich mit dem Motorradfahrer reden. Aber der hat mir nur zugenickt, auf den Boden gezeigt, Gas gegeben und ist weggerast. Auf den Boden gezeigt? Was war denn da? Da lag mein Rucksack und es war alles noch drin. Oh, das gibt's doch nicht. Franzi, kannst du den Dieb beschreiben? Nee, nicht wirklich. Er hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und über Mund und Nase hatte er einen Wollschal gewickelt. Da war eigentlich nichts zu sehen. Und der Motorradfahrer? Also vom Gesicht gar nichts. Wie gesagt, nur den schwarzen Helm. Und er hatte einen roten Lederanzug an und schwere schwarze Stiefel. Und die Maschine? Die war auch feuerrot. Moment mal. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen etwas über ein rotes Motorrad in der Zeitung gelesen. Da war so ein merkwürdiger Bericht. Vielleicht steht er ja im Internet. Einen Augenblick, ich hab's gleich. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist, Franzi. Dein Schutzengel hat ganze Arbeit geleistet. Wohl eher der Typ auf dem Motorrad. Hier, ich hab den Artikel. Es geht um einen vermummten Motorradfahrer. Er ist seit einiger Zeit in der Stadt auf Verbrecherjagd. Auf Verbrecherjagd? Was heißt das? Ist er Detektiv, so wie wir? Na, das weiß man nicht. Niemand weiß, wer er ist. Er wird in der Zeitung nur der Rote Rächer genannt. Offenbar fährt er abends und nachts durch die Gegend und stellt Verbrecher. Er hält sie fest und ruft die Polizei an. Und sobald die eintrifft, verschwindet er unerkannt. Hier gibt's noch mehr Artikel über ihn. Zeig mal her. Das Phantom hat wieder zugeschlagen. Roter Rächer lässt Polizei alt aussehen. Hat die Stadt ihren eigenen Superhelden? Irgendwie war der Typ tatsächlich seltsam. So unwirklich. Hinterher kam es mir vor, als hätte ich alles nur geträumt. Ja, wie ein Phantom, das passt schon irgendwie. Das war bestimmt der Schock, Franzi. Glaub mir, was du gestern erlebt hast, war kein Traum, sondern Realität. Leider. Dieses Phantom. Wer mag bloß dahinter stecken? Das werden wir herausfinden. Vor allem sollten wir uns aber auf die Suche nach dem Rucksackdieb machen, ehe er noch mehr Leute beklaut. Ich kann es kaum erwarten, diesem Kerl Auge in Auge gegenüberzustehen. Tja, jedenfalls hat er sich gestern das falsche Opfer ausgesucht und den Fehler seines Lebens gemacht. Eine Detektivin bestiehlt man nicht. Genau, Mädels. Wir haben einen neuen Fall. Und dafür brauchen wir dringend eine extra Portion Power.
Also, Hände aufeinander. Die drei Ausrufezeichen. Eins, zwei, drei, Power! Störe ich? Oh, Mama, kannst du nicht anklopfen? Das habe ich getan, aber ihr habt mich nicht gehört. Ich bringe euch ein paar Blaubeermuffins. Oh, super, ich liebe Blaubeermuffins. Haben Sie die extra für uns gebacken? Nein, nein. Ich habe heute einen Großauftrag für eine Familienfeier mit 40 Personen. Und dabei waren auch Muffins. Und da habe ich gleich ein paar für euch mitgebacken. Lasst sie euch schmecken. Ach, und Franzi, vergiss nicht, dass wir heute Nachmittag noch einen Termin haben. Nein, nein, weiß ich. Was hast du denn am Sonntagnachmittag für einen Termin? Erinnere mich bloß nicht daran. Meine Eltern haben leider total überreagiert, als ich ihnen erzählt habe, was gestern passiert ist. Sie haben doch tatsächlich darauf bestanden, die Polizei einzuschalten. Kann ich irgendwie ein Stück weit verstehen. Ich habe vorhin schließlich auch einen Riesenschreck bekommen. Und was heißt das genau? Das heißt, ich habe heute Nachmittag einen Termin bei Kommissar Peters, um eine Zeugenaussage zu machen. Aber das ist doch gut. Vielleicht können wir dem Kommissar bei der Gelegenheit ja ein paar Informationen zu dem Fall entlocken. Wir? Heißt das, ihr kommt mit? Na, was denkst du denn? Das ist doch Ehrensache. Nanu, Franzi, schon wach? Hast du irgendwas vor oder warum? Nee, Chrissy hat mich geweckt. Was wollte sie denn? Nerven, was sonst? Nein, sie wollte mein Fahrrad leihen. Und? Natürlich nicht, das brauche ich selbst. Und wie lange bist du schon auf den Beinen? Frag nicht. Ich habe gerade das dritte Blech Apfelkuchen in den Ofen geschoben. Die Lieferung wird um 10 abgeholt. Oh, jetzt mache ich aber erstmal Pause und wir frühstücken zusammen. Oh, du hast ja schon alles vorbereitet. Wo ist Papa denn? Der ist weg, ein Notfall. Eine kalbende Kuh bei Bauer Wennegerz. Ach, schade. Ja. Ach, heute steht übrigens wieder etwas über den roten Rächer in der Zeitung. Ja? Was denn? Wo ist die Zeitung? Moment. Also die Polizei hat wohl nach einem Hinweis des roten Rächers eine ganze Einbrecherbande festgenommen. Heute Nacht? Nein, dann könnte es ja nicht in der Zeitung stehen. In der Nacht auf Freitag. Nach der Bande, die bereits zahlreiche Einbrüche im Stadtgebiet verübt hat, fahndet die Polizei schon seit Monaten, bisher jedoch ohne Erfolg. Wieder einmal war der rote Rächer den Ermittlern einen Schritt voraus. Dieser Motorradfahrer ist wirklich unglaublich. Fast als wenn das kein Mensch wäre, sondern ein guter Geist. Mama, selbstverständlich ist das ein Mensch. Woher willst du das wissen? Mama, hast du schon mal einen Geist auf einem roten Motorrad gesehen? Ich habe noch nie einen Geist gesehen. Eben. Ja, da hast du recht. Ich träume wohl nur ein wenig. Na, wer will denn da schon so früh etwas von dir? Die SMS ist von Kim. Und was schreibt sie? Sie lädt mich und Marie zum Frühstück ein. Ach, das ist ja nett. Für wann denn? Jetzt gleich. Tut mir leid, Mama. Ach, das ist ja schade.